Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der LPG Schwarzen Pumpe zusammen mit dem McManus. Lass mal das. So, ich kippe hier gerade Weizen in die Produktion, Lamel. Das ist gut. Ich Gruber Feld 2. Oh. So. Machst du Hänger hoch, abladen die Weizen in der Hochsilo? Oh, Natascha. Natascha. So, wir haben jetzt Weizen, Hafer, Roggen, Gerste kann man hier reinhauen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, klar. Warte mal, da müssen wir doch mal ganz kurz gucken, weil ich glaube, mit Hafer können wir doch. Ach doch, Hafer. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Weizen. Oh, 113.000 Gerste. Achso, der Gruber ist schon geil, ey. Grobe ist nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, für Mehlproduktion ist gesorgt. Das heißt, die Backwaren werden auch bald wieder laufen und werden uns schöne, geile, fette Brötchen. Ich liebe ja Brötchen, ne? Ich finde Brötchen geil. Ich auch. Achso, chillen! Der Nachbar hat jetzt nochmal gefragt, wegen Samstag. Gehen wir hin oder was? Oh, sinnlos, wieder voll. Nein, Spaß. Dann müssen wir das tun. Oh. Verdammt nochmal. So. Ich bin mir noch nicht mehr so sicher, was wir die Hühnchen da wollen, ey. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht ein paar Chicken Nuggets. Nee, das war. Chicken Wings? Hühnchen. Ah ja. Hühnchen geschnetzeltes. Huch. Kartoffeln. Du hast gesagt, wir haben gedämpfte Kartoffeln am Schlüssel, ne? Ja. Ne, gewaschene Kartoffeln. Gedämpft sind sie noch nicht, ne? Ne, ich check das mal, Ich mach mal eine Checkung. Ja. Mit Kartoffeln. Haben wir eigentlich noch mehr Kartoffeln oder haben wir das alles da reinge. Na, wir haben noch 31.000 im Lager, aber holla, die Waldfee. Ich habe keine Hose an. Hast du das eigentlich schon mal erwähnt in dieser Aufnahmesession? Ne, hast du noch nicht. Ne, ich sitze hier mit T-Shirt und Schlüppern. Oh, das ist natürlich nice. Ich habe immer die Weißen mit Eingriff. Kennst du die hier vorne, wo sie einen Eingriff hast? Ja. Kannst du Spiegel rausholen beim Bullern? Ja, kenne ich. Ist sehr angenehm. Die Schlüpfer? Ja. Mir ist das egal, ich trage alles außer Tanga. Gibt ja Männer, die tragen Tangas, ne? Ja. Also Männer-Tangas. Es gibt Männer, die tragen wirklich Tangas. Ja. Und ich glaube verdammt nochmal, dass du einer davon bist. Ne. Doch? Warum? Weiß ich nicht, zu dir passt das irgendwie. Was, Tanga? Ja. Wo du gerade Tanga ansprichst, ich war heute mit meiner Freundin bei Lidl und da war ein Mädchen mit der neon-orangenen Tanga und ein Kleid, was komplett durchsichtig war. Das ist wieder gegeiert und gesappert und Hab ich direkt gesagt, Schatz, guck da mal hin da. Wo guckst du da halt hin? Anstatt mal mitzumachen und sagen, oh, wie was soll ich machen, das, ey? Soll ich dir Hygienefaust geben hier, übelste Profist oder was? Und boah, sicher. Geil, ey, guck mal hier. Und ey, komm, lass mal hingehen, lass sie mal anquatschen. Kann die aber einladen, Schatz. Ja. Let's do it together, together. Together we have fun. Together we have fun. Ah, ey. Ja. Es reicht. Jetzt reicht es. Es tut mir leid, liebe Leute, aber jetzt schmeiß ich jeden raus, der das macht. Ohne Witz. Oh, du wurdest wieder angeschrieben bei Steam? Ey, es hört nicht auf. Du kannst den Leuten sagen, ich bin am auch. Sehr geiles Video. Darf ich morgen mitspielen? Wow. Boah. Schreib da mal zurück, klar. Ja, nee. Mach das bloß nicht, doch. Du da schreibst, klar, ich schreib dich morgen an, Junge, dann schreibt er dich um 7 Uhr schon an. Boah, ich freu mich heute auf heute, ey. So. Okay. So, da haben wir auf jeden Fall diese Woche wieder ein bisschen was geschafft und vor allen Dingen, wir haben auch Kohle gemacht, das ist ganz gut. Ich wusste, dass der Hitcher das schreibt. Ich wusste es, ey. Was denn? Ach, weil ich geschrieben habe, wäre schön, wenn wir pünktlich um 9 Uhr anfangen können. Das schreibt er gerade bei Skype. 21 Uhr, hahaha. Ha, ha. Ach, ist es schon? Der Bobo, ey, ja. Ah, okay. Ja, habe ich ja gesagt. Gut, wir haben uns noch kurz unterhalten jetzt gerade, aber... wo ist denn unsere... So, Leute, und jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn, damit hier mal ein bisschen Abwechslung reinkommt.
Also du weißt, wie man Leute unterhält. Das ist mal Fakt. Ja, also. Leute, das nützt ja nichts. Das Feld muss ja gemacht werden. Ne? Das ist ja der Landwirtschaftssimulator. Und ne? Felder bestellen gehört auch mal dazu. Genau. Sehe ich ja genauso wie du. Ich finde es auch ganz klasse, dass du es hier so knallhart durchziehst. Die Klappe. Warum? Weil du nie auf dem Feld gammelst. Ich bin immer auf dem Feld. Ich sehe an, ich grube, mache ich alles mit. Mhm. Ja. Ich wollte mal das Stroh aufsammeln auf Feld 3. Ist Stroh auf Feld 3? Ja, das ist alles voll noch. Ehrlich jetzt? Wollte ja eigentlich Tom machen, aber der ist ja nicht da. Achso, ja, stimmt, stimmt. So. Müssen mal ganz kurz schauen, wo liegt denn die Gabel? Irgendwo hier muss die Gabel rumliegen. Boah, lol, werden die da hin, ey? Ich bin doch kein normaler Mensch wieder, ey. Ist das Feld nicht allzu groß, ey. Sag mal, war der Kartoffelwäscher direkt damit drin in der Halle? Ja. Dann wasche ich die direkt noch. Das ist ja wertsteigernd. Ja, würde ich mal vorschlagen. Ich muss gar nicht, warte mal. Ich hab schon vergessen, was der MB-Drag für einen geilen Sound hat, ey. Was hast du denn vor? Wer? Du. Wie meinst du das jetzt? Mit waschen. Kartoffeln waschen. Dämpfen, waschen. Ja, welche willst du waschen? Na, hier sind da jetzt gewaschene Kartoffeln. Das sind gewaschene Kartoffeln, ja. Und die kann man noch dämpfen. Ja, dämpfen, ja, genau. Ja, wo ist der Dämpfer? Weiß ich nicht, öffne mal das. Öffne du mal eben das Farming-Tablet. <Fick. lacht> Wo ist der Dämpfer? Scheiße. Komm, du bist dran mit dem Farming-Tablet. Nee, ob, ey. Kannst du mal, also, was machst du hier? Mach dich aufs Feld, Mann! Hast du Höhe oder was? Entschuldigung, ich bin schon wieder weg. Ich mach weiter, Meister. Ja. Boah, Alter, ey, der geht mir direkt die Hutschnur auf, ne? Aber jetzt mal ohne Mist. Ist deine Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten hier? Wie kann ich nur? Ja, also. Oh, Mann, ey. Nee, da schlägt's 13 bei dem. Ich will den anderen Scheiß jetzt haben. Wo ist denn der andere? Der guck da. Mal bei der Futtermischstation, ob da der denn versteht. Wir haben einmal Tom braucht, ist er nicht da, ey. Ist immer so. Ist immer so, ey. Mr. Green. Ach, ist das nicht Poker-Werbung? Ja. Machst du sowas? Nee. Ich darf sowas nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Warum? Ah, du verzockst das oder was? Glücksspiel allgemein, das darf ich nicht, Anna. Echt nicht? Nee. Bist du so empfänglich dafür? Aber volle Pulle. Schon seit Kind auf. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Meine Mutter hatte damals Probleme, wir waren in Mallorca. Mallorca. Und haben dort Urlaub gemacht und dort war so eine Kinder-Dinge mit Greifarm und. Ich bin die ganze Urlaubskasse da reingeschmissen. Ohne Scheiß, ich wollte da nicht mehr weg. Ich habe da richtig Palaver gemacht, Alter. Wow. Das ging weiter. Wie, das ging weiter? Das ging mein ganzes Leben lang weiter, ne? Wenn Kollegen gesagt haben, lass mal Spielo, Alter. Da bin ich nie hin. Aber ohne Mist, ey. Ja, war ich danach auch nicht mehr. Danach habe ich mein Ausbildungsgehalt. Das war gerade erste, alles verzockt, Alter, am einen Tag. Ja, das ist das ganze Spiel. Das darf ich nicht, ey. Ich darf kein Glücksspiel machen, ey. Auch dieses Gamblen. Gestern habe ich mich mit Randy, da habe ich auch mal gegambelt, Alter. 5 Euro. Auf einmal wurde ich schon 10 und 15. Ich sag, nee, ich bin jetzt weg. Hab ich direkt die Seite geschlossen, bin gegangen, Alter. Ich hab gesagt, nee. Ja, das kannst du machen. Ach ja. So. Komm schon. Scheiße, ey, wie soll ich den Kartoffeln denn aufladen? Der geht da nicht rein. Doch,
von vorne. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein? Bisschen Spucke. Ich hab keinen Bock, hier vorne die Gabel anzulecken. Das hätte ich ein Ding, ne? So, fertig gegrubbert. Jetzt dünge ich mal. Jetzt pack die Gabel da rein, das glaube ich doch nicht. Wo denn? Was machst du denn? Ach, ich verstehe auch nicht, wie man die scheiß Kartoffelwaschanlage in so eine verkackte Halle bauen kann. Das verstehe ich auch nicht. Vor allem die Türen sind so breit wie eine Haustür, ey. Haben wir was für Flüssigdünger oder so? Weil der mischt Kompoststreuer, geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf Eier. Flüssigdünger. Der Kompoststreuer, der ist ja übelst geil, den wir haben. Kompoststreuer, das ist ja kein Kompost, das ist der Kalk. Nee, Kompoststreuer, ich habe letzte Folge schon mit Kompost. Was machst du denn da? Ich versuche diese verschissenen Dreckskartoffeln hier rauszuholen. Wieso ziehst du denn alle drei mit? Ich zieh nicht alle drei mit, das ist der Palettendings, der sich da. Ach so, ja, sehe ich gerade, ja. So. Kannst du mal bitte vorne an dem Anhänger den einen abhängen da? Hä? Den draußen vor der Halle steht doch ein Dings mit einem Anhänger. Kannst du mal den Traktor abhängen und kannst du mal wegfahren? Was ist denn da, verdammt noch? Du sollst den abhängen. Was? Ich hab Angst, Leute. Ich will hier auch raus. Bitte rettet mich. Also ohne Scheiß, ne? Was denn? Wenn ich auf der Baustelle irgendwo Chef wäre, ey, ich wäre so ein Wichser, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wäre ein guter Chef, ich wäre ein fairer Chef, aber ich wäre auch ein Wichser, ey. Das hast du halt, das kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Ich nehme mit dir zusammen auf, also. Ja. Mach mal hier die Türen schon mal auf. Damit du ja nachher auch wieder rauskommst. Dieser Anhänger hängt hier fest. Jo, dieser Anhänger hängt hier fest. Okay, ich hab ihn. Ja, er hängt wieder. Diesmal in der Kartoffelwaschanlage. Ich glaube, wir müssen damit echt ein ernstes Wort reden. Guck dir das mal an hier, der kann gar nichts, der Junge. Ist sie da? Ja, sie kommt. Guck mal, wie der da in der Dingen festsitzt, er. So, soll ich dich angucken, ey, wie geil ich aussehe. Du sollst aufhören, so von dir zu sprechen. Was nochmal, was? Der hat gesagt, ich soll bitte aufhören, noch so gut über dich zu sprechen. Ich soll mehr beleidigen. Guck dir das an! Wie, du sollst aufhören, gut über mich zu sprechen. Sie hat gesagt, ich soll aufhören, über mich selber so schlecht zu reden. Ja. Endlich mal. Eine Frau, die es versteht, ey. Aber gut, die meisten Frauen verstehen mich. Meine Mom hat es auch relativ schnell kapiert. So, wo war ich? Ich gerade eine Scheiße. Was? Er sagt hier, ja, endlich mal eine Frau, die mich versteht. Obwohl, jede Frau versteht mich gut. Das hat ja auch bei deiner Mom gut geklappt. Zucker, Mehl, Zucker, Kalk. So, wo ist denn jetzt die Waschanlage? Warte mal, da war es. Kartoffeldämpfer, Kartoffelwaschanlage. Am Hof. Wo? Was denn? Was suchst du? Ach, der Dämpfer ist da oben? Ach, die haben da hat sie doch nicht mehr alle. Und es leckt wieder. Ich krieg hier, ey, echt. Wo ist der Dämpfer? Das sage ich dir nicht. Ich weiß wo. Beim Konsum da oben, Mann. Warte kurz. Ja, aber die ist gleich Ende, die Folge. Ja, und? Ich komme jetzt nochmal auf die Map. Brauchst du nicht. Moderier jetzt ab. Alter. Was denn? Ich komme jetzt auf die Map, Mann. Also fürs nächste Mal aufschreiben. Kartoffeldämpfer. Ist aber auch kommt der wirklich noch? Ich gehe da steil jetzt bei, ey. Was heißt, ich gehe da steil jetzt bei?
Ja, ich hätte jetzt noch schön hinten den Steueranmachen drauf machen können. Du leckst. Hätte noch. Du lägst. Ich leck nicht. Du leckst? Nein, tue ich nicht. Nicht mehr. Habe ich nie. Ja, ich habe bestimmt geleckt, weil du mich so wieder betreten hast, hier mit deiner Bobo-Leitung. Du musst Nee, aber ich brauche Platz. Aber gut, meine lieben Freunde, wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut beim McManus vorbei. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Haut rein. Am Dienstag? Naja, nee, Mittwoch. Nee, am Donnerstag. Wow. Oder? Irgendwann auf jeden Fall. Ja, bis dann. Wieder. Tschüss.